wie man ein Unternehmen registriert und dessen Vertreter wird. Sie haben sich im System registriert. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können von Ihrem persönlichen Konto aus weiterarbeiten oder offizieller Unternehmensvertreter werden. Wenn Sie die erste Option wählen, das heißt, Sie geben Weine aus Ihrem persönlichen Konto ein, haben Sie dann vollen Zugriff auf die Datenbank. Das heißt, Sie können sehen, welche Weine, welche Hersteller oder Marken bereits im System sind. Sie können auch neue Weine hinzufügen oder Selbstbewertungen abgeben. Alle Bewertungen, die Sie jemals auf Vivel hinterlassen haben, finden Sie unter Meine Bewertungen. Wenn Sie sich für die zweite Option entscheiden und im Namen des Unternehmens handeln, haben Sie Zugang zu erweiterten Funktionen. Sie können Weine verkaufen und kaufen. Sie können verhandeln und Geschäfte abschließen. Alle Informationen werden in entsprechenden Abschnitten angezeigt. Wenn Sie an der erweiterten Funktionalität interessiert sind, gehen Sie zu Ihrem persönlichen Konto und klicken Sie auf Firma hinzufügen. Geben Sie das Land und die Registrierungsnummer ein. Bei der Registrierung ist es wichtig, dass der Handelsname korrekt eingegeben wird. Erstens, ihn werden alle Benutzer sehen und genau nach dem Handelsnamen werden sie sich identifizieren. Zweitens, ist der Handelsname einzigartig und kann nach dem Speichern der Daten nicht geändert, sondern nur geringfügig korrigiert werden. Und zwar, Sie können diakritische Zeichen hinzufügen oder entfernen. Oder Sie können die Groß- und Kleinschreiben von Buchstaben ändern. Es ist aber gar nicht möglich, den Namen komplett zu ändern. Ein ganzes Wort hinzufügen oder zu entfernen. Wenn Sie später feststellen, dass die Schreibweise des Handelsnamens fehlerhaft ist, müssen Sie diesen sowie alle Weine, die Sie unter diesem Handelsnamen in das System eingegeben haben, für falsch erklären. Sie können die von Ihnen angelegten Weine nicht automatisch auf den neuen Markennamen übertragen. Sie müssen die Informationen für jeden Wein neu eingeben. Bitte beachten Sie auch, dass der Handelsname nicht die Rechtsform des Unternehmens enthalten darf. Saal, GmbH, UG und so weiter. Wir werden in einem separaten Video mehr über Handelsnamen und deren korrekte Eingabe erklären. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, überprüfen Sie noch einmal, ob alles richtig ist. Wenn ja, drücken Sie die Schaltfläche weiter und gehen Sie zu Schritt 2. Geben Sie die Adresse der Webseite ein. Wenn das Unternehmen keine eigene Webseite hat, können Sie die Schaltfläche keine Webadresse verwenden. Das System generiert dann automatisch eine URL, die zu Ihrer Vivel-Profilseite führt. Geben Sie die Postanschrift, die Postleitzahl, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer an, unter denen Ihr Unternehmen zu erreichen ist. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, können Sie noch einmal überprüfen, ob alles richtig ist. Drücken Sie die Schaltfläche Firma hinzufügen. Es bleibt noch ein letzter wichtiger Schritt, die Verifizierung. Wenn die E-Mail-Domain, unter der Sie Ihr Konto registriert haben, mit der Domain der Webseite des Unternehmens übereinstimmt, erfolgt die Überprüfung automatisch. So sieht die Seite aus, wenn die Verifizierung nicht automatisch erfolgt. Sie haben dann drei Möglichkeiten, wie Sie die Verifizierung durchführen können. Die erste Option: Geben Sie eine E-Mail an, deren Domain die gleiche ist wie die der Unternehmenswebseite. Sie können die Überprüfung abschließen, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Zweite Möglichkeit:
senden Sie eine Anfrage an einen Mitarbeiter Ihres Unternehmens, der bereits verifiziert wurde. Wenn noch niemand aus Ihrem Unternehmen verifiziert wurde, ist diese Funktion nicht aktiv. Dritte Möglichkeit: Senden Sie einen Antrag auf Überprüfung an den Mitarbeiter von WWL. In diesem Fall werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen einige Fragen stellen, um sicherzugehen, dass Sie tatsächlich ein Vertreter dieses Unternehmens sind. Wenn Sie noch nicht verifiziert sind, können Sie dem System Weine hinzufügen und Bewertungen abgeben. Aber Sie können Weine weder kaufen noch verkaufen. Die Verifizierung ist notwendig, damit die Nutzer des Systems sicher sein können, dass Sie es sind und nicht jemand anderer, der in Ihrem Namen Weine anbietet. Sobald Sie sich verifiziert haben, verschwinden das rote Ausrufezeichen und alle Funktionen der Plattform stehen Ihnen dann zur Verfügung. Sie können Vertreter mehrerer Unternehmen werden, die sich alle in Ihrem persönlichen Konto wiederfinden werden. Sie müssen sich nicht mehrere Logins und Passwörter merken und keine Zeit mit dem Wechsel zwischen Konten verschwenden. Mit einem Klick können Sie Weine hinzufügen und Geschäfte im Namen des beliebigen Unternehmens abschließen. Wir hoffen, dass dieses Video für Sie von Nutzen war. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns per Chat zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine positive Erfahrung mit der WWL-Plattform und erfolgreiche Geschäfte.